So, wir machen heute den ersten Teil der Klausurvorbereitung für die Klausur Schuldrecht 1. Das ist die Zwischenprüfungsklausur. Wir haben da heute zu klären erstens organisatorische Fragen, dann formale Fragen, dann inhaltliche Fragen und dann gucken wir uns Fälle an. Sie sehen also, das ist ganz einfach gegliedert. Theoretisch könnten wir jetzt noch den Stoff von gestern wiederholen, aber da die Mehrheit von Ihnen gestern nicht da war, wäre das relativ sinnlos. Deshalb fangen wir an mit den organisatorischen Punkten. Das Erste sollten Sie wissen, die Klausur findet statt am Dienstag. 286 Leute sind angemeldet. In Hörsaal D sind alle, die mit dem Anfangsbuchstaben A, B, C, D, E, F oder G anfangen. Die sitzen zusammen in Hörsaal D. Das sind insgesamt 149 Studenten. In Hörsaal C sitzen 137 Leute, sowie zusätzlich alle Erasmus-Studenten und alle Schülerstudenten. Jetzt sind Sie ganz verwirrt, es gibt auch Schülerstudenten. Die sitzen in diesem Raum. Wenn Sie zum falschen Raum gehen sollten, werden Sie zu dem anderen Raum rübergeschickt. Es gibt keine Chance, dass Sie im falschen Raum schreiben können, selbst wenn Sie das wollten. Sie müssen mitbringen einen Fotoausweis. Das ist jetzt nicht der von der Disco, wo Sie selber ein Foto draufgeklebt haben, sondern ein amtlicher Lichtbildausweis. Das können sein Personalausweis, Reisepass, theoretisch auch Führerschein, soweit man sie auf ihrem Führerscheinfoto heute noch erkennen kann und sie nicht eine ganz andere Frisur hatten oder eine Brille oder was auch immer. Also Studentenausweis und Fotoausweis und die halten Sie bitte beim Reingehen bereit. Nicht, dass Sie erstmal 5 Minuten suchen müssen, damit das Ganze zügig geht. Wir werden in jedem Hörsaal 2 Eingänge öffnen. Sie können dann zu jedem beliebigen gehen, stellen sich da an, kommen rein, setzen sich auf Ihren Platz und bleiben da sitzen, bis es losgeht. So ist der Workflow. Zweitens müssen Sie, dürfen Sie, können Sie zur Klausur mitnehmen einen BGB-Gesetzestext. Wo Sie den herhaben, ist mir völlig egal. Sie können den DTV-Text nehmen, Sie können von mir aus auch einen Schönfelder mitbringen, Sie können von mir aus auch, weil Sie einen selbst aus dem Internet ausgedruckt haben, das ist mir ziemlich egal. Was ich Ihnen aber sagen muss, ist, nach der Prüfungsordnung darf der nichts enthalten. Keine Anmerkungen, keine Unterstreichungen, keine Klebezettel, ein ganz frisch gedruckter Gesetzestext ohne alles. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung Ihrer Studentenvertreter, die gesagt haben, das finden wir so gut. Drittens müssen Sie mitnehmen Papier. Ja? Papier wird Ihnen nicht gestellt. Bringen Sie bitte DIN A4-Papier mit, und zwar liniert oder kariert. Klausurbögen sind meistens sehr unhandlich, weil die meisten Leute kriegen es nicht hin, die so zu beschreiben, dass man am Ende weiß, welche Seiten zusammengehören. Deshalb sind einzelne DIN A4-Seiten erfahrungsgemäß besser, als wenn Sie diese Faltbögen, diese Mantelbögen nehmen. Wenn Sie die Sache nehmen, achten Sie darauf, schreiben Sie nur auf eine Seite. Viele haben auf beiden Seiten Linien, aber Sie sollen nur auf einer schreiben. Und Sie schreiben auf der Seite, wo die Löcher links sind. Ja? Habe ich alles schon erlebt, weißes Papier, kreuz und quer geschrieben, schlecht. Dann müssen Sie mitbringen mindestens einen Stift. Ich rate Ihnen, bringen Sie 2 Stifte mit. Jetzt lachen Sie, aber ich habe auch schon erlebt, dass Klausuren ungefähr nach der Hälfte nicht mehr lesbar waren, weil die Tinte leider leer war. Dann wurde es immer dünner und dünner und dünner und am Ende war da nur noch Kratzen auf der Seite und man konnte nicht sehen, was es ist. Sie lachen, aber das passiert. Glauben Sie es mir? Sie sollten auch nicht mit Bleistift schreiben. Das ist auch nicht schlau. Weil der Korrektor erfahrungsgemäß auch mit Bleistift schreibt. Wenn alle mit Bleistift schreiben, weiß keiner mehr, wer was geschrieben hat. Verwenden Sie bitte einen Tintenstift. Ob Sie jetzt rote, grüne oder pinke Tinte verwenden wollen, mag Ihnen überlassen sein. Ich empfehle blau, aber das können Sie selber entscheiden. Und ich möchte Sie bitten, einen Tacker mitzubringen. Das hat folgenden praktischen Grund. Wenn ich einen Tacker mitbringe, es sind 150 Studenten da, die ihre Arbeit getackert haben wollen,
können Sie damit rechnen, selbst wenn jeder nur eine Minute braucht, sitzen wir hier 2 Stunden alleine mit Tackern. Das scheint mir nicht ökonomisch effizient, dass wir 2 Stunden mit Tackern verbringen. Sie können dieses Problem eliminieren, indem Sie selber einen Tacker mitbringen. Die sind auch nicht teuer. Was Sie nicht mitbringen müssen, ist ein Deckblatt. Viele von Ihnen lieben das, so schöne Deckblätter mit Blümchen oben links und rechts und Trauerrand drum. Brauchen Sie nicht. Die Klausur hat oben 2 Zeilen. In der ersten Zeile müssen Sie eintragen Ihre Matrikelnummer und in der zweiten Zeile müssen Sie eintragen Ihren Namen in Druckbuchstaben. Wenn alles gut geht und Sie Ihren Namen richtig geschrieben haben, dann werden Sie auch richtig zugeordnet. Wenn Sie sich da verschrieben haben, werden Sie halt ein Problem kriegen. Was Sie nicht mitbringen sollen weiterhin, sind Schemata und Notizen, weil Sie dürfen als Hilfsmittel nur das Gesetz benutzen. Was Sie mitbringen können, theoretisch aber auch nicht mit beim Schreiben haben dürfen, ist ein Handy. Der Grund ist, Sie könnten hier auf der Toilette Ihr Handy benutzen und da wir Sie nicht auf die Toilette begleiten, müssen wir diesen Täuschungsversuch ausschließen und deshalb haben wir da Handy grundsätzlich Bedenken. So, wie wird die Klausur korrigiert? Wenn Sie im 3. Versuch sind, das bedeutet, Sie sind schon 2-mal durch Schuldrecht 1 durchgefallen, dann haben Sie die große Chance, dass Sie schneller korrigiert werden. Alle Leute, die beim 3. Versuch sind, werde ich innerhalb von 3 Tagen nach der Klausur fertig korrigiert haben. Da muss man 2 Korrektor drüber schauen, deshalb dauert das ein bisschen länger. Alle anderen kriegen nur dann eine Vorkorrektur, wenn Sie sagen, Sie wollen nicht mehr in Bonn studieren. Und dann können Sie erwarten, wenn Sie nicht mehr studieren wollen, sind Sie auch selber schuld, dann werden Sie besonders hart korrigiert. Das können Sie erreichen, indem Sie vorne auf Ihre Klausur draufschreiben, Vorkorrektur. Wenn Sie das schreiben, sagen Sie damit, ich will nicht mehr in Bonn studieren und habe schon einen Studienortwechsel beantragt und werde demnächst in, weiß ich nicht, München studieren oder in Passau. Dann schreiben Sie das vorne drauf, dann wird Ihre Klausur auch vorher korrigiert. Für alle anderen gilt, die Klausuren werden korrigiert und die Normalkorrektur dauert so lange, wie sie dauert. Das heißt, erfahrungsgemäß sind das ungefähr 3 bis 4 Wochen, das heißt, irgendwann im August kriegen Sie dann eine E-Mail, wo Ihre Note drin steht. Und die offizielle Bekanntgabe, die amtliche Bekanntgabe erfolgt am 30. September. Dann hängen diese Listen da aus und dann können Sie auch in Basis nachgucken, welche Note Sie haben. Das sollte aber dieselbe Note sein, die Ihnen vorher per E-Mail mitgeteilt wird. Und dann sind Sie zufrieden. Damit Sie schon vorher wissen, ob Sie zu Recht ein schlechtes oder gutes Gefühl haben, können Sie direkt nach der Klausur am selben Nachmittag in eCampus nachgucken, wie Sie es hätten lösen. Wie Sie es hätten lösen können. Das müssen Sie natürlich nicht, wenn Sie nicht gucken. Dann können Sie weiterhin ein gutes Gewissen haben und in Urlaub fahren. Und das ist halt Ihre Entscheidung, ob Sie das machen oder nicht. Sie können das auf jeden Fall machen, dann haben Sie danach Ruhe. Wenn Sie nicht das Ganze lesen wollen, weil Sie Lesen doof finden, können Sie zur mündlichen Besprechung kommen. Die mündliche Besprechung findet statt am 20. Oktober, das ist ein Donnerstag, in Hörsaal D, und zwar zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr. Vorher ist die Vorlesung Handelsrecht, die auch eine Pflichtvorlesung ist, die auch bei mir ist. Das heißt, die sind ohnehin schon hoffentlich alle da und dann können Sie sich nochmal die Klausur anhören. Die Klausur einsehen und abholen können Sie auch. Und zwar gibt es dafür eine Einsichtsstelle, könnte man sagen, nämlich das Sekretariat drüben bei Herrn Koch und Herrn Zimmer. Wann das genau erfolgen kann, muss die Sekretärin da entscheiden, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es wird aber rein logisch erfolgen nach dem 30.09., weil da ja erst die Ergebnisse offiziell bekannt gegeben werden. Das heißt, irgendwann dann so am 1.10. oder ähnliches.
Warum ist es wichtig, wann diese offizielle Bekanntgabe ist? Weil unsere Zwischenprüfungsordnung vorsieht, dass Sie ein Recht auf eine Remonstration haben. Was bedeutet das? Sie können einen Brief schreiben. Und in dem Brief steht, auf Seite 1 wurde mir angestrichen, dass das und das falsch sei. Aber in Wirklichkeit ist das richtig, weil das steht so auch bei Loschelders oder was auch immer. Und das schreiben Sie für jeden einzelnen Punkt und dann sagen Sie am Ende, deshalb meine ich, dass ich nicht 16, sondern 18 Punkte bekommen soll. Und dann gucke ich mir das an und dann entscheide ich darüber. Für dieses Remonstrationsverfahren hat die Prüfungsordnung gewisse Formalia vorgesehen. Zunächst mal muss sie schriftlich erfolgen. Sie können nicht per E-Mail remonstrieren oder per, weiß ich nicht, Telegramm oder irgendwas. Sie müssen einen Brief schreiben. Und dieser Brief muss Ihre Unterschrift aufweisen, handschriftlich. Der Brief kann getippt sein, aber die Unterschrift muss mit der Hand erfolgen. Alternativ können Sie auch ein notariell beglaubigtes Handzeichen machen, steht in 126 Absatz 1 BGB. Zweitens, es gibt eine Remonstrationsfrist. Und diese Frist setzt voraus, dass es zugeht beim Aufgabensteller, das bin ich, spätestens 2 Wochen nach Mitteilung des Ergebnisses, das heißt 2 Wochen nach dem 30.09., das heißt bis zum 14.10. müssen Sie diese Remonstration eingereicht haben, sonst verfällt Ihr Recht. Und es müssen konkrete Einwände sein, es darf nicht heißen, ich finde das ungerecht oder ich finde die Klausur doof oder meine Note ist zu schlecht, sondern Sie müssen schon sagen, was da konkret Ihr Problem mit ist. Was Sie unabhängig von Fristen und Formen machen können, ist Rückfragen stellen. Das können Sie einfach sagen, ich finde das alles blöd, das können Sie machen, kann ich Sie nicht von abhalten. Und Sie haben nach Artikel 21 Grundgesetz auch ein Petitionsrecht. Sie können also sagen, ich möchte das nochmal kontrolliert haben. Das können Sie auch nach 20 Jahren noch tun und sagen, ich habe herausgefunden, meine Klausur von vor 20 Jahren war schlecht bewertet. Dann kann das halt nochmal überprüft werden. Dafür gibt es, wie gesagt, keine Frist. Nützt Ihnen dann aber auch nichts mehr, weil Sie dann schon ein Examen haben. So, das Ziel der Klausur ist, dass möglichst niemand durchfällt. Sie glauben das nicht. Aber das Ziel ist, dass keiner durchfällt. Und das Ziel ist, dass möglichst alle 18 Punkte machen können. Mein Ziel ist nicht, dass Sie jetzt möglichst viel für diese Klausur auswendig lernen, was Sie in den nächsten 2 Monaten wieder vergessen. Das ist ja völlig Quatsch. Wenn ich Ihnen eine Klausur mache und sage, so, wir machen jetzt 50 Meinungsstreitigkeiten, die lernen Sie bitte alle auswendig, dann lernen Sie die auswendig. Und ich könnte dann im Oktober hier hinkommen und sagen, wer von Ihnen kennt den Streit noch? Und alle würden sagen, welchen Streit überhaupt? Das bringt mir nichts, das bringt Ihnen nichts. Denn diese Zwischenprüfung hat ein einziges Ziel und das ist zu gucken, ob Sie irgendwann mal in 3 Jahren Ihr Staatsexamen machen können oder ob Sie vorher rausfliegen sollen. Die Zwischenprüfung erfolgt also in Ihrem Interesse. Das einzige Ziel ist, ob Sie denken können wie ein Jurist. Das ist im Grunde wie in der Tanzschule. Ja? Können Sie tanzen oder können Sie nicht tanzen? Um das zu testen, mache ich daher in der Klausur keinen einzigen Meinungsstreit. Das habe ich schon vorher gesagt, da stehe ich auch zu, es ist kein Meinungsstreit in der Klausur. Sie müssen nur einen Fall lösen. Das hat einen weiteren Hintergrund. Ich habe hier immerhin 300 Klausuren, die ich irgendwie korrigieren muss. Ich habe keinen Mitarbeiter, also landet das alles bei mir auf dem Schreibtisch. Und je mehr Sie schreiben, desto mehr Arbeit für mich. Also berücksichtigen Sie auch das. Um Ihnen zu sagen, was Sie tun müssen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Was muss ich tun, um durchzufallen? Fangen wir damit mal an. Sie fallen durch, wenn Sie erstens den Sachverhalt nicht berücksichtigen. Der Sachverhalt ist sehr mühsam ausformuliert, kann ich Ihnen sagen. Ich habe da wochenlang dran gesessen. Und ich habe ihn getestet an Zweitsemestern, an Examenskandidaten, an Professoren und jeder hat irgendwas zu meckern gehabt und ich habe das alles immer brav geändert. Jedes Wort in diesem Sachverhalt ist mühsam überlegt. Unterstellen Sie bitte 2 Dinge. Erstens, der hat keine Lücken. Wenn was nicht im Sachverhalt drinsteht, steht das absichtlich nicht drin. Und zweitens,
wenn was im Sachverhalt drinsteht, steht das nicht drin, weil ich gerne gute Zeiten, schlechte Zeiten erzählen will, sondern das steht da drin, weil das irgendwas mit dem Fall zu tun hat. Jeder Satz hat etwas mit dem Fall zu tun. Wenn Sie also den Sachverhalt nicht auswerten und sich einen eigenen Sachverhalt ausdenken oder irgendwas anderes machen, ist das ziemlich schlecht. Das bringt Sie in den Bereich mangelhaft bis ungenügend. Das sollten Sie tunlichst vermeiden. Ebenfalls ziemlich schlecht ist es, wenn Sie das Gesetz nicht lesen und behaupten, ja, ja, da gibt es irgendwo sowas und das ist so und das ist ganz anders. Mein wichtiger Tipp ist, das Gesetz sollten Sie vielleicht auch mal in der Klausur aufschlagen, gucken, ob das wirklich so da drin steht, wie Sie sich das vorstellen oder ob vielleicht das Gegenteil da drin steht. Ich habe oft genug erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, ja, ist so, kenne ich, und das war leider anders. Also wenn Sie gegen das Gesetz verstoßen, ist das eine Todsünde. Sie werden hier nicht dafür bezahlt, irgendwie zu würfeln und einen Aufsatz zu schreiben, sondern Sie sollen das Gesetz anwenden, wie ein Roboter. Letzte Sache, Logik. Wenn Sie oben schreiben, A hat einen Anspruch, können Sie nicht unterstellen, dass er keinen Anspruch hat. Sie müssen in Ihrer Arbeit, wenn Sie oben eine Meinung vertreten, die Meinung auch die komplette Arbeit durchziehen. Wenn Sie oben festgestellt haben, er hat fahrlässig gehandelt, dann hat er immer fahrlässig gehandelt. Immer wenn Sie das prüfen, müssen Sie das unterstellen. Wenn Sie eine Pflichtverletzung oben gesagt haben, hat er eine Pflicht verletzt. Sie können nicht sagen, oben hat er einen, unten hat er keine. Der Sachverhalt muss so gelöst werden, muss einheitlich gelöst werden. Logische Widersprüche, klares Zeichen für nicht bestanden. Jetzt kommen wir in den schwierigen Bereich. Wo bewegt es sich zwischen 4 und 8 Punkten? Da gibt es etwas, nämlich Judiz. Judiz soll bedeuten, es muss so sein, dass sie es ihrer Oma erzählen kann und die Oma muss sich nicht denken, boah, diese Juristen sind alle Schwachköpfe, da kommt irgendwas raus, das hat überhaupt keinen Sinn. Judiz bedeutet, Sie können es einem Nichtjuristen erzählen, der sagt, ja, das Ergebnis kann ich so verstehen. Mit dem Ergebnis kann ich leben. Wenn Ihr Ergebnis schreiend ungerecht ist und jeder Mensch auf der Straße sagt, wie blöd sind denn diese Juristen, dann werden Sie nicht unbedingt besser als 4 Punkte enden. Das zweite ist die Schwerpunktsetzung. Es gibt Leute unter Ihnen, die können sauschnell schreiben. Die schreiben in 2 Stunden, weiß ich nicht, 20 Seiten. Das geht wie Steno. Da steht dann alles Mögliche drin. Und zu jedem Punkt gibt es dann nur 5 Sätze. Das ist beeindruckend von der Zeit. Es ist nur nicht unbedingt gut. Weil wer viel schreibt, kriegt nicht viel Punkte. Wichtig ist, dass Sie zu den Sachen, die problematisch sind, viel schreiben und die anderen Sachen so kurz wie möglich abhandeln. Je mehr Sie schreiben, desto höher ist die Gefahr, dass Sie Unsinn schreiben und desto genervter ist der Korrektor, der Ihnen dafür Punkte abzieht. Viel ist schlecht. Präzision ist gefragt. Was brauchen Sie jetzt, um in den Bereich bis 18 Punkte zu kommen? Sie müssen gutes Deutsch schreiben. Ich muss Ihnen leider sagen, Jura ist auch eine Sprachwissenschaft. Sie müssen die Leute einfach auch mit ihrer Sprache überzeugen. Wenn der Satz 4 Zeilen lang ist und 18 Fremdwörter enthält, mag das Sie begeistern. Den Korrektor, der 200 Arbeiten da vor sich liegen hat, begeistert das nicht. Der Korrektor muss das lesen können wie die Bildzeitung. Das muss so zack durchgelesen werden können. Einfach, verständlich, klar. Zweitens. Ganz klar, wenn Sie in den 16- bis 18-Punkte-Bereich kommen wollen, müssen Sie kreativ sein. Sie müssen also sich Sachen überlegen, die andere vielleicht noch nicht kennen. Sie glauben das nicht. Selbst wenn Sie alle Kommentarbände Staudingers auswendig kennen, werden Sie im Staatsexamen keine 18 Punkte kriegen. Es wird erwartet, dass Sie kreativ sind und Lösungen finden, die die anderen noch nicht überlegt haben, weil der Fall, den Sie kriegen, ist im Zweifel auch ein Fall, den noch kein anderer bearbeitet hat. Das heißt, da haben Sie eine Chance. Und schließlich muss man sagen, es geht darum, dass Sie den Leser überzeugen. Ihr Text muss so sein, dass er sagt, ja, stimmt schon. Es mag irgendeine verquere, blöde Idee sein, aber wenn das überzeugend klingt, haben Sie gewonnen, kriegen Sie 18 Punkte. Wenn der dagegen sagt, was Sie schreiben, ist Unsinn, kriegen Sie halt 4 Punkte. Also überzeugend arbeiten ist die halbe Miete. So, woraus besteht die Klausur? Zunächst mal kann ich Ihnen sagen, es gibt 3 Fragen, aber nur 2 Aufgaben. Das liegt daran, weil Frage 1 hat einen Teil A und einen Teil B. Der Grund dafür ist, dass
die sonst verwirrt sind und zu viel prüfen. Deshalb gibt es für jede Prüfung eine eigene Frage. Wenn ich drei Fragen sage, bedeutet das auch, wenn Sie was schreiben, was nicht gefragt ist, gibt das Minuspunkte. Ganz viele von Ihnen sagen, oh, er könnte auch noch aufrechnen und kündigen und zurücktreten und Schadensersatz verlangen. Das ist alles schön gut, dass das alles könnte. Wenn die Aufgabe ist, muss er den Kaufpreis bezahlen, dann prüfen Sie bitte nur das. Wenn nirgendwo eine Kündigung erklärt ist, können Sie nicht sagen, er könnte noch kündigen, er könnte ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen oder sonst was. Prüfen Sie nur das, was in der Aufgabe drinsteht und wirklich nur das. Wenn Sie irgendwas sich selber ausdenken, was man machen könnte, ist das schlicht neben der Sache. Das ist wie in der Schule, wenn die Aufgabe ist, schreiben Sie eine Besprechung zu Faust und Sie sagen, ach, Schiller finde ich viel cooler, ich schreibe lieber zu die Räuber, gibt das halt 0 Punkte. Um Ihnen das ganz, 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 ganz deutlich zu machen, gibt es am Ende der Klausur ein graues Kästchen. Das sieht so ungefähr aus wie diese grauen Kästchen. Und in diesem grauen Kästchen steht drin, bitte prüfen Sie nichts anderes. Lesen Sie dieses graue Kästchen nochmal, bevor Sie die Klausur schreiben, wo wirklich drin steht, was Sie alles nicht prüfen sollen. Der Sachverhalt ist diesmal sehr lang. Er ist konkret 2 DIN A4-Seiten lang. Das hat also eine Vorder- und eine Rückseite. Ja? Die können das Blatt wenden, das ist quasi ein Wendeblatt. Oh, wie sollen wir 2 Seiten lesen? Wir haben doch nur 2 Stunden. Ich brauche doch pro Seite 1 Stunde. Nein. Der Sachverhalt hat 2 Seiten. Dadurch soll Ihnen möglichst viel Arbeit abgenommen werden, weil im Sachverhalt ja alles Wichtige schon drinsteht. Und Sie sollten sich freuen, ein langer Sachverhalt ist für Sie viel einfacher als ein kurzer, weil alle wichtigen Sachen nämlich dann schon im Sachverhalt drinstehen. Und letzter Punkt, alle kriegen die gleiche Aufgabe. Egal, ob Sie jetzt von A bis O sind oder von P bis Z, bei Frau Schneider wird exakt die gleiche Klausur geschrieben. Das heißt, niemand wird diskriminiert. Was müssen Sie jetzt tun, um eine perfekte Klausur zu schreiben? Das erste ist, fertig werden. Jetzt sagen Sie, oh, ich bin immer fertig, ja, ist doch Chillo. Fertig werden bedeutet nicht, dass Sie irgendwann eine Lösungskizze geschrieben haben. Ihre Lösungskizze können Sie am Ende der Klausur in aller Ruhe in den Mülleimer werfen, weil niemand wird Skizzen lesen. Niemand. Die Leute lesen das, was als Klausur abgegeben ist, das heißt das Ausformulierte. Und wenn Sie am Ende nur in Stichworten schreiben, ist das keine ausformulierte Lösung, das gibt keine Punkte. Schreiben Sie den Fall zu Ende. Das bedeutet auch, planen Sie Ihre Zeit, sodass Sie zum Ende kommen können und machen Sie nicht erstmal 1,5 Stunden Skizzen und Vorbereitung, sondern gehen Sie irgendwann mal auch zum Schreiben über und zwar so früh wie möglich. Ich habe Ihnen ungefähr 80 Mal in dieser Vorlesung gesagt, in dieser Klausur geht es ums Gesetz und das bedeutet, eines der Ziele ist, dass Sie auch wirklich alle relevanten Paragraphen finden und auch nennen. Es mag sein, dass Sie wissen, dass in 276 irgendwas mit vertreten müssen drinsteht. Wenn das in Ihrer Klausur nicht auftaucht, Minuspunkt. Wenn Paragraph 276 Absatz 1 Satz 1 nicht erwähnt wird, Minuspunkt. Ja? Einfach. Oh, sagen Sie Paragraphen, denn war noch nie so mein Ding. Ja, tut mir leid, dann haben Sie das falsche Studium, dann hätten Sie Germanistik studieren sollen. Dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie deutliche Schwerpunkte setzen. Schwerpunkt bedeutet, man muss erkennen können, was aus Ihrer Sicht hier diskussionswürdig ist und was sozusagen völlig unproblematisch ist. Wenn Sie zu jedem Punkt 3 Sätze schreiben, haben Sie keine Schwerpunkte gesetzt. Rein optisch können Sie das sehr anschaulich machen, indem Sie einfach mal einen Absatz machen, das heißt eine Zeile freilassen. Und wenn Sie sagen, ich liebe Bäume, dann sind Sie auch im falschen Studium. Nehmen Sie ruhig ein paar Seiten mehr, aber machen Sie dafür ein paar Absätze. Damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Sie sollten Ihre Arbeit strukturieren. Und wenn ich sage strukturieren, meine ich damit nicht nur keinen Besinnungsaufsatz, also hat A einen Anspruch? Ja, Punkt, sondern ich meine damit, dass Sie auch eine Gliederung verwenden. Sie haben das im ersten Semester alle gelernt. Mit Römisch 1, Arabisch 1, klein a, klein aa, in Klammern 1, in Klammern a.
Wenn Sie sich die Lösungen angucken, die ich mit viel Mühe alle formuliert habe zu den AG-Fällen, dann werden Sie feststellen, die sind alle so gegliedert. Da gibt es keinen, der einfach nur so Kraut und Rüben ist. Und das wäre eine gute Idee. Ihr Ergebnis soll auch nicht so sein, dass jeder schreiend aus dem Raum rennt, das, was ich Ihnen mit Judiz erklärt habe. Und vor allen Dingen sollten Sie mit dem Gesetz argumentieren und nicht sagen, ja, nach Loschelders und nach dem BGH und oh, da gibt es die herrschende Meinung und die Mindermeinung. Wenn Sie nicht sagen, wo es steht, null Punkte. Loschelders nützt Ihnen der Klausur null. Der wird nicht hier im Hörsaal sein und damit haben Sie damit nichts. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Den Punkt, wo die Korrektoren graue Haare kriegen. Und zwar den Punkt Formalia. Ich nenne das auch 10 Dinge, die ich an dir hasse oder was man bei Klausuren alles falsch machen kann. Das Erste, was ich immer beobachte, ist, dass Studenten ja immer ein Geldproblem haben und daher über jeden Cent sich freuen. Sie denken sich also, oh, Papier, spar mal lieber. Und das führt dann dazu, dass die Klausuren ungefähr so aussehen. Sie haben eine DIN A4-Seite und die ist von Rand zu Rand komplett beschrieben, möglichst klein, damit möglichst viel draufpasst, im Idealfall sogar noch beidseitig. Dann haben Sie eine Klausur, denken sich, ach, hatte nur 5 Seiten und in Wirklichkeit ist das dann so nur mit Lupe zu lesen. Ich sage Ihnen Folgendes dazu, der Korrektor nimmt sich die Lupe, der sagt, Strich, Strich und sagt, 3 Punkte. Also, ich gebe Ihnen den wichtigen Tipp, achten Sie auf den, der teurer ist. Jeder Korrektor, insbesondere ich, verdient mehr als ein Blatt Papier die Stunde. Und daher, Sie gewinnen deutlich Pluspunkte, wenn Sie eine Zeile freilassen, ab und zu mal, und wenn Sie versuchen, mal groß und deutlich zu schreiben. Die krakeligste Handschrift wird deutlich besser lesbar, wenn sie groß ist. Je kleiner es wird, desto schwerer ist es lesbar. Ich würde Ihnen jetzt echte Beispiele hier liefern, aber das wäre diskriminierend und deshalb darf ich Ihnen die Klausuren nicht zeigen. Aber glauben Sie es mir, es gibt Klausuren, da sitzt man mit 3 Personen dran und sagt, keiner kann sie lesen. Und nicht gelesen heißt nicht bestanden. Ein zweites Phänomen ist, dass die meisten Klausuren, die ich in letzter Zeit beobachte, so eine Art Müllhaufen sind. Man sagt, ich schmeiße den Korrektor alles, was ich weiß, mal dahin und sagt, irgendwas Richtiges wird schon dabei sein, jetzt suchst du dir mal raus, vielleicht findest du das Wort, was du suchst und musst du umkringeln. Sie sollen die Klausuren gliedern. Und Sie erinnern sich, ganz sicher habe ich Ihnen gesagt, mit Römisch 1, Arabisch 1 und sowas. Den Buchstaben Groß A, Groß B, Groß C verwenden Sie nur, wenn es mehrere Ansprüche gibt. Sonst fällt die Ebene komplett ersatzlos weg. Also Groß A, Groß B, nur wenn es mindestens 2 Ansprüche gibt. Und dann geht das weiter mit Römisch 1, Arabisch 1, klein a, klein aa, in Klammern 1. Was Sie dabei beachten müssen ist, wenn Sie eine Römisch 1 machen, muss auch eine Römisch 2 auftauchen. Wenn Sie ein Groß A machen, muss auch ein Groß B auftauchen. Hängende Gliederungen gibt es bei Juristen nicht. Das heißt, es geht dann so weiter bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Sie sehen, das ist alles ganz toll gegliedert. Ja, beeindruckend. Und wenn Sie nicht wissen, wann Sie einen neuen Gliederungspunkt machen sollen, gibt es dafür eine einfache Regel. Immer dann, wenn es um eine neue Norm geht. Wenn Sie also einen neuen Paragraphen anführen und den diskutieren, machen Sie einfach einen Gliederungspunkt davor. Ein Arabisch 1 oder ein klein a. Dadurch wirkt Ihre Arbeit automatisch geordnet. Was Sie sich sparen können, was Ihnen keine Pluspunkte bringt, sind Überschriften. Viele machen gerne so, Römisch 1, Anspruch entstanden. Der Anspruch müsste entstanden sein. Ja, also, dann können Sie sich diese Zeile Anspruch entstanden weglassen. Es reicht, wenn Sie schreiben, Römisch 1, A müsste ein Anspruch gegen B oder Anspruch des A gegen B müsste entstanden sein. Dies ist der Fall, wenn ein wirksamer Kaufvertrag besteht, Komma 433.2 oder was auch immer Sie da schreiben wollen. Aber lassen Sie diese blöden Überschriften weg.
Oder auch dieses römisch erstens Schuldverhältnis. Es müsste ein Schuldverhältnis vorliegen. Römisch zweitens Pflichtverletzung. Es müsste eine Pflichtverletzung vorliegen. Römisch drittens vertreten müssen. Die Pflichtverletzung müsste durch den Schuldner zu vertreten sein. Römisch viertens Schaden. Es müsste ein Schaden vorliegen. Lassen Sie einfach dieses Schaden weg und schreiben Sie einfach römisch viertens, es müsste durch die Pflichtverletzung ein Schaden entstanden sein. Also diese Überschrift bringt keinen Erkenntnisgewinn. Ja? Toll. So. Dann, viele von Ihnen meinen, ich würde es total toll finden, wenn Sie möglichst viele Fremdworte benutzen und geben sich ganz viel Mühe, das möglichst verwirrend zu formulieren. Das führt insbesondere in juristischen Klausuren aber zu gewissen Problemen, weil es gilt nicht der Sprachgebrauch, den Sie gerne hätten. Das fängt damit an, Verschulden im Sinne von 280 Absatz 1 Satz 2. Was ist daran falsch? Jetzt sagen Sie, wieso? Ist doch richtig. Warum ist das falsch? Ja? So ist es. 280 Absatz 1 Satz 2 spricht von vertreten müssen. Jetzt sagen Sie, boah, ist der pingelig, hat er gar keinen Plan, der Typ. Warum ist das ein Unterschied, ob da steht verschulden oder vertreten müssen? Warum ist das nicht dasselbe? Kann man austauschen. Vertreten müssen, verschulden. Klingt doch alles irgendwie gleich. So ist es. Das Vertreten müssen ist weiter gefasst. Sie sehen nämlich in 278, vertreten müssen umfasst auch das Verschulden von Erfüllungsgehilfen. Das heißt, das ist nicht dasselbe, das sind zwei verschiedene Sachen. Und Sie würden ja auch nicht sagen, ja, das hier ist ein Fruchtsaft. Ja? Fruchtsaft, Coca-Cola? Nein, es ist kein Fruchtsaft. Es ist keine Frucht in die Nähe dieses Getränks gekommen. Das ist reine Chemie. Dann, auch bei Kleinigkeiten kann es schief gehen. Sie sehen hier rechts Gefahrenübergang. Was ist das Problem mit dem Wort Gefahrenübergang? Das klingt doch wirklich gut. Danger. Gefahrenübergang. Was ist falsch daran? Ist doch super. Ja? Es heißt Gefahrübergang. Ja, warum heißt das denn Gefahrübergang und nicht Gefahrenübergang? Es gehen doch alle Gefahren über, oder? Ja? Es gibt nämlich verschiedene Gefahren im BGB. Es gibt die Gegenleistungsgefahr, das heißt bezahlen ohne was zu bekommen. Und es gibt die Leistungsgefahr, das heißt gar nichts mehr bekommen und vielleicht auch nicht mehr bezahlen müssen. Das heißt, Sie müssen genau das schreiben, was im Gesetz steht. Wenn das Gesetz von Gefahrübergang spricht und nicht Gefahrenübergang, ist der Gefahrübergang richtig, der Gefahrenübergang ist falsch und kostet Sie mindestens, weiß ich nicht, 3 Punkte. Und jedes Mal, wenn Sie schreiben, nochmal 3 Punkte weniger. Das heißt, Sie müssen das nur 6 Mal schreiben in Ihrer Klausur, um durchzufallen. Ein Kaufvertrag besteht aus 2 übereinstimmenden Willenserklärungen. Das klingt doch noch wirklich gut. Das haben wir doch so im ersten Semester gelernt, sagen Sie. Was hat er denn jetzt schon wieder? Was ist denn das Problem mit einem Kaufvertrag besteht aus 2 übereinstimmenden Willenserklärungen? Ja? Ja, der Kaufvertrag entsteht durch 2 übereinstimmende Willenserklärungen. Er besteht aber aus einem Schuldverhältnis, das Leistungspflichten und Rücksichtnahmepflichten begründet. Er besteht eben nicht nur aus Willenserklärungen, er ist ein eigenes schuldrechtliches Verhältnis im Sinne von 241. Und dann noch eine tolle Aussage, nun tritt 443 in Kraft. Dieses Inkrafttreten lieben alle in Klausuren. Was ist das Problem mit diesem tollen Satz? So ist es. Normen werden in Kraft gesetzt, in dem Moment, wo der Gesetzgeber das anordnet. Da steht dann drin, Paragraph 443 ist in Kraft getreten zum 1. Januar 2002.
Seitdem ist er in Kraft und nicht nun, sondern immer schon. Sie schreiben, hier kommt 443 in Betracht oder es käme ein Haftungsausschluss nach 443 in Betracht. Sie können dem Problem ganz einfach entgehen. Sie schlagen das Gesetz auf und schreiben einfach die Worte, die im Gesetz stehen. Das ist am einfachsten. Das ist eine billige Methode. Sie schlagen es auf, schreiben es einfach ab. Abschreiben bringt aber zum nächsten Problem. Sie denken sich, ich habe nur ganz wenig Zeit in der Klausur. Ich bin total im Stress. Und dann, wie können Sie dieses Problem auffangen? Ganz einfach mit AKW, auch bekannt als Abkürzungswahn. Ich illustriere Ihnen mal, wie das funktioniert. Raten Sie mal, wofür VM steht. Vertreten müssen. Wofür könnte es aber auch stehen? Vollmacht oder? Vertretungsmacht. Das heißt, diese coole Abkürzung ist ziemlich blöd. Wofür steht VGK? Das klingt irgendwie wie so eine Gewerkschaft oder sowas. VGK. Habe ich schon in Klausuren gelesen. Ich habe mich gefragt, was es heißt. Ich weiß es, Sie nicht. Sehr gut, Verbrauchsgüterkauf. Zwischen K und V könnte ein VGK bestehen. Dann wissen Sie, könnte ein Verbrauchsgüterkauf sein. Was heißt Schäftedübel? Sehr gut, Schadensersatz statt der Leistung. KV und AGL ist mir zu einfach, das können Sie sich denken. Was ich Ihnen sagen will, ist, schreiben Sie einfach das Wort aus. Das Wort Vertretungsmacht oder Vollmacht ist so kurz, dass Sie schreiben können. Und vertreten müssen können Sie auch mal aufschreiben. Also das kostet Sie jetzt exakt 0,25 Minuten mehr. Die können Sie sich leisten. Ein anderer Punkt. Viele von Ihnen meinen, das sei hier so wie in der Schule, wo man sich meldet und dann irgendwas erzählt, dann sagt der Lehrer, super, du hast alles drauf. In Jura geht es nicht darum, möglichst viel zu zeigen. In Jura geht es darum, einen Fall zu lösen. Wenn Sie für den Fall nur ganz, ganz wenig wissen müssen, dann ist das halt so. Dann müssen Sie halt nur das wenig Wissen anbringen, was Sie für den Fall brauchen. Schreiben Sie nicht alles, was Ihnen irgendwie einfällt, dass Sie mit viel Mühe auswendig gelernt haben, weil Sie gerne in Notstelle das auswendig lernen wollten. Das nützt Ihnen null. Alles, was nicht zur Falllösung beiträgt, ist falsch. Überlegen Sie bei jedem Wort, ob es wirklich dem Leser hilft, diesen Fall zu lösen und nicht irgendeinen anderen, den Sie sich gerade mal überlegt haben. Alles, was nichts mit dem Fall zu tun hat, gibt dicke Minuspunkte. Erst recht blöde ist, wenn Sie meinen, Sie müssten dem Leser alles oberlehrerhaft erklären, denn der Korrektor kennt das BGB. In meinem konkreten Fall, ich habe zwei Staatsexamen, Sie werden nie zwei Staatsexamen haben, weil es gibt kein erstes Staatsexamen mehr, es gibt nur noch eine erste Prüfung. Und zweitens, der Korrektor will gar nicht wissen, warum eine Regelung so geschaffen worden ist. In der Klausur könnten Sie es auch gar nicht belegen, weil Sie haben hier keine Gesetzesmaterialien. Sie haben hier nicht irgendwelche staubigen Bücher, wo drin steht Protokolle des Reichstages von 1899. Die werden Sie hier nie vorlegen können und damit ist alles, was Sie da an tollen Ideen haben, schlicht neben der Sache. Was anderes gilt nur dann, wenn Sie den Fall gegen den Gesetzeswortlaut entscheiden wollen oder wenn das Gesetz den Fall nicht regelt, dann müssen Sie in der Tat mal erklären, warum eine Lücke planwidrig ist und müssen vielleicht mal den Plan des Gesetzgebers so darstellen. In allen anderen Fällen bringt es Ihnen null, wenn Sie erklären, welchen Sinn das vertreten müssen hat oder was Kausalität bedeutet. Das bringt Ihnen nichts. Sie müssen einfach nur sagen, er müsste vertreten haben, nach 76.1 hat er zu vertreten, Vorsatz und Fahrlässigkeit, hier handelt er vorsätzlich und fertig. Einfach checklistenmäßig die Sache abhaken. Das Warum nützt Ihnen da nichts. Zum Thema Warum, wenn es um Warum geht, dann neigen Sie alle dazu, das als so eine Art Geld- oder Liebe-Herz-Schmerz-Drama zu machen. Jura ist in den Klausuren ein sehr trockenes Fach. Sie müssen den Fall lösen. Und Sie müssen ihn nicht lösen,
sodass sie irgendwie jemanden überzeugen erstmal, sondern sie müssen zunächst mal erklären, wie wird das Ganze mit dem BGB gelöst. Das heißt, all diese tollen emotionalen Argumente, der K ist ja ganz arm oder das würde die Existenz des K bedrohen oder der V ist ein Schwein, ja, schön. Viel Drama. Die meisten Sachverhalte sind in der Tat so formuliert, dass sie wie gute Zeiten, schlechte Zeiten klingen, aber das interessiert uns hier erstmal nicht. Sie müssen gucken, wo mache ich es im Gesetz fest? Und ob jemand böse oder nicht böse ist, es gibt keinen Paragraphen, der sagt, böse Menschen verlieren immer oder gute Menschen müssen immer Geld kriegen. Das gibt es nicht. Sie müssen also den Paragraphen finden und gucken, welches Tatbestandsmerkmal hier betroffen ist. Jede Argumentation, wo das Gesetz nicht auftaucht, ist im Zweifel schlecht. Und in der Klausur bedeutet das für Sie, so oft wie möglich das Gesetz nennen. Immer wieder, auch wenn es total langweilige Paragraphen sind, wie zum Beispiel 267 oder 269, schreiben Sie einfach den Paragraphen auf. Das kostet Sie 0,02 Sekunden. Das kriegen Sie hin. Dann, ich weiß, das lieben Sie alle, Prüfungsschemata. Ja? Prüfungsschemata sind eine tolle Sache und Sie lieben das, wirklich jeden einzelnen Punkt zu machen. Am tollsten ist das immer dann, wenn es um AGB-Kontrolle geht, weil bei AGB-Kontrolle haben Sie alle dieses Schema mit den 200 verschiedenen Prüfungspunkten auswendig gelernt und müssen dann alles prüfen, was da jemals drinsteht. Das können Sie machen in der Strafrechtsvorlesung. Die Strafrechter lieben das, wenn Sie zu jedem Komma im Gesetz sagen, ja, außerdem muss hier ein Komma vorliegen und ein Komma ist ein Satzzeichen, welches zur Trennung von Sätzen geeignet ist. Hier müsste das Komma geeignet gewesen sein, keine Ahnung. Also, das können Sie im Strafrecht machen. Im Zivilrecht sind Sie deutlich flexibler. Im Strafrecht, wenn Sie die Klausur nicht aufbauen, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, ist das schlecht. Dann haben Sie im Zweifel nicht bestanden. Im Zivilrecht, wenn Sie bei jedem Anspruch anfangen, Anspruch entstanden, Anspruch erloschen, Anspruch durchsetzbar, dann wird Ihnen das im Zweifel keinen Pluspunkt geben, weil das ist ein bisschen so wie bei den Mönchen, so mit einer Gebetmühle. Das bringt Sie nicht weiter. Wenn Sie zum Beispiel einen Anspruch aus 280 prüfen, würden Sie normalerweise nie anfangen zu sagen, Anspruch entstanden und dann Schuldverhältnis, Pflichtverletzung, vertreten müssen, Schaden, sondern Sie würden immer anfangen direkt mit Schuldverhältnis und wenn es in der Tat ein Problem der Durchsetzbarkeit gäbe, würden Sie das nach dem Schaden als römisch 6 prüfen. Sie müssen nicht jeden einzelnen Punkt abmühlen, nur weil der irgendwo in irgendeinem Schema mal aufgetaucht ist. Ganz deutlich ist das bei AGB. Sie wissen, bei AGB prüft man üblicherweise erstmal die Voraussetzung von 305 Absatz 1. Es müssten AGB vorliegen. AGB liegen vor, wenn es sich um vorformulierte Vertragsbedingungen handelt, die nicht einzeln ausgehandelt worden sind und für mehr als einen Fall gedacht sind. Wenn im Sachverhalt steht, der Unternehmer A hat für alle seine Geschäfte AGB, schreiben Sie einfach hin, es liegen AGB vor, Punkt. Sie müssen die 305 Absatz 1 nicht mehr im Detail prüfen, weil der Sachverhalt Ihnen diese Prüfung schon vorweggenommen hat. Genauso, wenn im Sachverhalt steht, A hat bei B eine Vase gekauft, müssen Sie auch nicht prüfen, es müsste eine Willenserklärung des A vorliegen, ja, es liegt wohl eine vor, es müsste eine Willenserklärung des B vorliegen, es müsste Geschäftsfähigkeit vorliegen, Vertretung, bla bla bla. Ja? Ja, bei der Schadensersatzprüfung müssen Sie das deshalb machen, weil, wenn die erforderlich sind, dann müssen Sie die auch prüfen. Das heißt, Sie haben eine negative Voraussetzung, weil da drin steht nur. Das Wort nur besagt, Sie kriegen nach 281 keinen Schadensersatz, der unter diese beiden Normen fällt. Das gibt zwei Ausnahmen dazu. Die erste Ausnahme ist, Sie müssen keinen Verzögerungsschaden prüfen, wenn Sie eine Rücksichtnahmepflichtverletzung haben. Dann brauchen Sie nicht 282 abzugrenzen. Aber 283 müssen Sie trotzdem abgrenzen, denn auch bei Rücksichtnahmepflichtverletzung gibt es ja 282. Zweite Ausnahme ist, Sie müssen
keine Abgrenzung vornehmen, wenn es um ein Schuldverhältnis geht, wo es ohnehin keine Leistung gibt. So ein solches hatten wir, nämlich 311 Absatz 2 und Absatz 3. In diesen Fällen gibt es auch keinen Schadensersatz statt der Leistung, dann brauchen Sie natürlich auch keine Abgrenzung vorzunehmen. In allen anderen Fällen müssen Sie sich immer fragen, ist die Leistung zumindest teilweise berührt? Und wenn ja, müssten Sie zu 81 prüfen oder zu 82 oder zu 83. Weil es eine negative Voraussetzung ist, weil es steht nur unter der Voraussetzung. Man hätte es auch so formulieren können, es gibt allerdings keinen Schadensersatz, wenn ein Schadensersatz statt der Leistung verlangt wird. So könnte man es auch formulieren. Der Gesetzgeber hat geschrieben, nur unter der Voraussetzung, statt zu schreiben, nicht unter den Voraussetzungen dieser Norm. Ja, wie gesagt, Ableiern von Schema nützt nichts. Das betrifft vor allen Dingen auch 323. Sie müssen nicht jedes Mal, wenn Sie einen Rücktritt prüfen, zum Beispiel 323 Absatz 6 prüfen, ob hier Annahmeverzug vorliegt, wenn gar kein Anzeichen dafür ist. Da müssen Sie nicht schreiben, 323 Absatz 6 liegt nicht vor. Das können Sie auch einfach ganz weglassen. Genauso 323 Absatz 5, wenn keine Teilleistung vorliegt oder keine Schlechtleistung, brauchen Sie den nicht zu erwähnen. Dann, warum haben Sie nie Zeit in der Klausur? Die Antwort ist eine ganz einfache, weil Sie Übergewicht haben. Nein. Weil Ihre Klausur Übergewicht hat. Und zwar, viele denken sich, ich schreibe lieber nochmal alles ab. Statt zu subsumieren, gehen Sie einfach hin und schreiben erstmal einen ganzen Absatz aus dem Sachverhalt ab. Das ist so viel Text manchmal. Also ich habe teilweise eine Seite, die wirklich wörtlich aus dem Sachverhalt abgeschrieben ist. Dazu kann ich Ihnen sagen, derjenige, der Ihre Klausur korrigiert, hat zum einen ein Gesetz. Alles, was im Gesetz steht, müssen Sie nicht abschreiben, Sie müssen nur das Tatbestandsmerkmal abschreiben und sagen, ich brauche einen vertreten müssen. Zweitens hat er den Sachverhalt und er hat im Zweifel besser gelesen als Sie, weil er ihn geschrieben hat, denn ich habe diesen Sachverhalt mir immerhin ausgedacht. Und drittens hat er auch eine Lösung und er weiß, was ungefähr rauskommen muss. Sie müssen also den Sachverhalt nicht abschreiben. Eine Subsumption heißt nicht, ich schreibe einfach den Sachverhalt ab, sondern eine Subsumption heißt, ich schreibe in eigenen Worten so kurz wie möglich, warum dieses Tatbestandsmerkmal vorliegt. Also Sie sagen, was brauche ich hier und in welchem Wort im Sachverhalt mache ich es fest und formulieren das in eigenen Worten und zwar so kurz wie möglich. Letzter Punkt, was in Klausuren immer vorkommt, ist der Urteilsstil. Urteilsstil erkennen Sie daran, dass Sie den Satz auch mit da anfangen könnten. Das heißt, wenn Sie den Satz einfach umformulieren und vor dem zweiten Satz ein da schreiben, dann haben Sie erkannt, dass es Urteilsstil ist. Entgegen vieler Gerüchte ist der Urteilsstil nicht kürzer als der Gutachtenstil. Es ist schlicht eine Vertauschung der beiden Teile. Sie können nämlich jeden Satz im Urteilsstil zu einem Satz im Gutachtenstil machen, indem Sie einfach die Reihenfolge der beiden Teile vertauschen und statt einem da ein daher machen. Ja, das ist nicht kürzer, entgegen vieler Gerüchte. Es ist einfach nur die Reihenfolge, die falsch ist. Da habe ich nochmal zusammengefasst, das lese ich aber jetzt nicht vor. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Das sollten Sie formal alles beachten, sonst geht es ohnehin schon schlecht. Damit kommen wir jetzt zu dem Teil, der Sie alle interessiert, nämlich zum Inhalt der Klausur. In der Klausur kommt nichts dran aus dem Kaufrecht. Es kommt kein 434, kein 435, kein 436, kein 437, kein 438, kein 439, kein 440, kein 441, 42, 43, 44, 45, 46, 47 und so weiter. Also nichts, absolut nichts aus dem Kaufrecht. Ja? Das heißt aber nicht unbedingt, dass kein Kaufvertrag drankommt. Ein Kaufvertrag könnte insoweit drankommen, als zum Beispiel gar nichts geleistet worden ist. Wenn der Verkäufer Ihnen nichts liefert, müssen Sie kein Kaufrecht prüfen, sondern Sie prüfen dann was? Sie haben ein Auto bestellt, es kommt kein Auto bei Ihnen an. Woraus ergibt sich der Anspruch auf Schadensersatz? Aus 280 Absatz 1 in Verbindung mit was? Ist es 280 Absatz 3, 281,
Also, das müssen Sie natürlich kennen, aber dafür müssen Sie kein Kaufrecht kennen. Ja? Sie müssen aber nicht wissen, was ein Sachmangel im Kaufrecht ist, was ein Rechtsmangel im Kaufrecht ist und so weiter und so fort, weil das ist nicht Teil der Klausur. Zweitens, was nicht dran kommt, ist das Darlehensrecht. Das Darlehensrecht ist zwar total wichtig, aber nicht für diese Klausur. Wenn Sie das nicht gelernt haben in den nächsten 2 Jahren, werden Sie durchs Examen fallen, aber für diese Klausur brauchen Sie das nicht. Ebenfalls nicht in dieser Klausur drankommt der Mietvertrag. Das heißt, das Mietrecht müssen Sie für diese Klausur nicht kennen. Wenn Sie durch diese Klausur durchfallen, müssten Sie aber die Klausur im nächsten Semester schreiben und im nächsten Semester kann durchaus Mietrecht drankommen. Was Sie auch nicht kennen müssen, sind Teilzeitwohnrechte. Teilzeitwohnrechte gehören ohnehin nicht zum Examenstoff, die werden Sie in Ihrem Leben nie lernen müssen, außer Sie wollen ein Timesharing-Modell auf Mallorca machen, dann sollten Sie sich im Eigeninteresse damit beschäftigen, sonst können Sie das vergessen. Was auch nicht drankommt, ist Pacht und Landpacht. Sie sagen, das hat mich unheimlich interessiert, das war auch ein Top-Thema in der Vorlesung. Tut mir leid, das kommt nicht in dieser Klausur dran. Ich kann Ihnen auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es nicht im nächsten Semester drankommt und auch im Examen ist die Chance, dass es drankommt, gegen null. Aber, tolles Thema. Was Sie auch nicht kennen müssen, sind Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge. Ratenlieferungsverträge, Sie erinnern sich, das waren Zeitschriftenabos, Abos von Kommentaren, das war, wenn Sie monatlich die Milch kriegen vom Milchmann, das müssen Sie nicht kennen. Was Sie auch nicht kennen müssen, ist den Behandlungsvertrag. Den Behandlungsvertrag werden Sie nächstes Semester noch näher machen im Deliktsrecht. Was passiert, wenn mich ein Arzt aufschneidet und die Schere im Bauch vergisst? Das kommt nächstes Semester noch mal dran. Außerdem kommt das gerne im Strafrecht, aber sowas interessiert uns hier nicht. Sie müssen auch nicht kennen den Mäklervertrag oder wie er hier auf der Folie heißt, den Maklervertrag. Auch den können Sie vergessen. Sie müssen auch nicht kennen die Auslobung, die kein Vertrag ist, sondern ein einseitiges Rechtsgeschäft. Die müssen Sie schon deshalb nicht kennen, weil sie nicht zum Examenstoff gehört und damit hier eh für alle egal ist. Sie müssen auch nicht kennen den Geschäftsbesorgungsvertrag, 675 Absatz 1 und den Zahlungsdienstevertrag, 675c folgende BGB. Der Grund dafür ist, dass diese Sachen sehr, sehr kompliziert sind und Sie in den 2 Stunden im Zweifel nicht mal den richtigen Paragraphen in den 675c folgende finden würden. Schließlich müssen Sie auch nicht kennen Vergleich, Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis. Das haben wir letzte Stunde gemacht. Das werden Sie noch näher kennenlernen, wenn Sie ZPO machen. Vorher können Sie das erstmal vergessen und müssen das nicht wissen. Sie sehen also, das ist alles nicht so schwierig. Jetzt die Frage, wie viel müssen Sie da wissen? Wenn Sie mal in irgendein Lehrbuch geguckt haben, werden Sie feststellen, es gibt kaum etwas Großes um Schuldrecht BT. Meistens sagen die nochmal, es gibt Rücksichtnahmepflicht, dann wird nochmal erklärt, was im Schuldrecht AT schon mal war. Und wenn Sie mal versucht haben, Fälle zu finden, zu sagen im Schuldrecht BT, werden Sie auch feststellen, es gibt kaum Fälle. Warum ist das so? Weil im Schuldrecht BT der Trick einfach nur ist, finde den richtigen Paragraphen, prüfe die 3 Voraussetzungen und fertig. Also das kann man im Grunde einem Grundschüler vorlegen und sagen, hier, du hast 5 Stunden Zeit, da ist das Gesetz, finde den richtigen Paragraphen und du hast 18 Punkte. Der Grund dafür ist, Schuldrecht BT ist ausschließlich das Finden der richtigen Norm. Das heißt, für Sie im einfachsten Fall, Sie finden den richtigen Vertragstyp, blättern ihn einmal durch und finden den richtigen Paragraphen und Sache erledigt. Zum Beispiel bei der Leihe, dass der Verleiher nur für grobe Falschheit und Vorsatz haftet. Oder bei der Schenkung das Gleiche. Oder bei der unentgeltlichen Verwahrung nur für eigenübliche Sorgfalt. Das ist kein Zaubertrick. Oder wenn da steht,
Der Leihvertrag wird gekündigt, dann müssen Sie im Leihvertragsrecht gucken, wo steht das Wort Kündigung. Dasselbe bei der Verwahrung, dasselbe beim Werkvertrag, dasselbe beim Reisevertrag und so weiter und so fort. Das kann meiner Meinung nach wirklich jeder. Da brauchen Sie keine tollen Folien und dicke Bücher, sondern Sie müssen nur den Paragraphen im Gesetz finden. Und Sie lernen ja auch nicht das Telefonbuch auswendig, nur damit Sie Leute anrufen können, ohne da nachschlagen zu müssen. So, in unserer Vorlesung haben wir verschiedene Anspruchsgrundlagen kennengelernt. Wir haben gelernt Anspruchsgrundlagen für Bezahlung. Hauptleistungspflicht in Geld, zum Beispiel 433.2. Wie finde ich diese Vorschriften? Ganz einfach. Ich schlage den richtigen Vertragstyp auf und gucke mir den ersten Paragraphen an. Das heißt, beim Werkvertrag wäre es 631, bei der Schenkung wäre es 516 und so weiter und so fort. Also nicht sehr spektakulär, das kriegen wir hin. Ebenso haben wir gelernt, Ansprüche müssen nicht auf Geld gerichtet sein, sie können auch auf Tätigkeiten gerichtet sein. Hier zum Beispiel beim Werkvertrag. Sie müssen beim Werkvertrag immer nur überlegen, war ein Werk vereinbart, soll es also klappen oder ging es nur um die Tätigkeit, also um einen Dienstvertrag. Dann ganz, 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 ganz wichtig, eigentlich das Wichtigste für Ihr ganzes Leben, ja, also wichtiger geht es kaum, hier das, ganz wichtig, Sie sehen das, ganz wichtig, 280.1. Und wenn ich hier 280.1 schreibe, umfasst das nicht nur den 280.1 selber, sondern es umfasst auch 280 Absatz 1, Absatz 3, 281, 280 Absatz 1, Absatz 3, 282, 280 Absatz 1, Absatz 3, 283 und 280 Absatz 1, Absatz 2, 286 sowie 311a Absatz 2. Wenn Sie das nicht können, haben Sie ein Problem. 280 müssen Sie beherrschen, egal was kommt. Und wenn Sie ihn jetzt nicht können, nützt Ihnen das im Leben nichts. Sie müssen den 280 beherrschen für diese Klausur und für alle anderen Klausuren in Ihrem Leben. Wenn Sie den nicht beherrschen, haben Sie das falsche Studium. Dann haben wir gesprochen über Rückgewährschuldverhältnisse. Hier habe ich mal den 346 Absatz 1 BGB genannt, aber Sie müssen natürlich auch ein anderes Rückgewährschuldverhältnis kennen, das auch in der Probeklausur dran war, nämlich welches andere Rückgewährschuldverhältnis war in der Probeklausur dran? Der Widerruf, und da ist die Anspruchsgrundlage 355 Absatz 3 Satz 1, das müssen Sie auch kennen. Also wir haben jetzt erstmal Ansprüche auf die Hauptleistung, dann haben wir Ansprüche auf Schadensersatz und dann haben wir Anspruch auf Rückzahlung. Dann haben wir noch über Gesamtschuld gesprochen, 426.1. Auch die sollten Sie beherrschen, nach dem Motto, der eine Gesamtschuldner kann anteilig von dem anderen Ausgleich verlangen oder Freistellung. Das sollten Sie beherrschen. Und last but not least sollten Sie auch wissen, dass man die Konstellation haben kann, dass ein Gesamtschuldner zahlt und der andere sozusagen den Anspruch dann kriegt nach 426.2. Das betrifft also die Abtretung bzw. hier den gesetzlichen Forderungsübergang. Ein Problem, was ich in Klausuren immer sehe, ist, welche Paragraphen gehören in den Obersatz? Das führt meistens dazu, dass da 95 Paragraphen reingeschrieben werden, Komma 276, Komma 241, Komma 123. Es gilt dabei ein ganz einfacher Grundsatz. Auf jeden Fall rein müssen alle Anspruchsgrundlagen. Anspruchsgrundlagen sind alle Normen, wo drin steht, sowieso kann verlangen, sowieso ist zu gewähren, sowieso muss, sowieso hat das und das zu tun.
Wenn wir sich 280 angucken, ist 280 eine Anspruchsgrundlage. Da steht nämlich drin, ist zu ersetzen. 281 Absatz 1 ist aber auch eine Anspruchsgrundlage, die gehört genauso in den Obersatz, weil es auch eine Anspruchsgrundlage ist. Ja? Einfacher Test, sind Anspruchsgrundlagen. Ebenfalls Anspruchsgrundlage ist 346.1 und 326.4. Warum fehlt denn hier 1? Das ist falsch. Sehen Sie, selbst auf den Folien sind Fehler. Wenn Sie also die Folien sich ausdrucken, haben Sie halt die Fehler. Da müssen Sie mit leben. So. Anwendbarkeitsbegründende Normen gehören ebenfalls in den Obersatz. Anwendbarkeitsbegründende Normen sind solche, die sagen, auch für Sachmängel gilt 280. Das heißt zum Beispiel 437 oder 634. Auch die müssen zwingend im Obersatz stehen, das heißt 437 Nummer 3 oder 634 Nummer 4. Alle anderen Normen müssen Sie nicht im Obersatz nennen. Also 276.1 oder 275.1 sind reine Hilfsnormen, die gehören nicht in den Obersatz. Es gibt einige Normen, die dürfen Sie reinschreiben. Wenn Sie nicht reinschreiben, wird es nicht schlimm. Dazu gehört zum Beispiel 433. Sie müssen nicht schreiben, Anspruchsgrundlage ergeben aus 280.1,433, weil der 433 ist dafür nicht nötig. Der steht unter Schuldverhältnis, ist also keine Anspruchsgrundlage in dem Fall. Ebenso den 434. Viele schreiben als Normenkette für Gewährleistungsrechte 437 Nummer 3, 281, 434 Absatz 1 Satz 1, 433 Absatz 1. Es würde rechtlich oder Klausurtaktik völlig reichen, zu schreiben 437 Nummer 3, 281, weil alle anderen Normen tauchen in der Prüfung der jeweiligen Tatbestandsmerkmale auf. Das heißt, der 433 taucht auf beim Schuldverhältnis, der 434 taucht auch bei der Pflichtverletzung. Dann müssen Sie die nicht mit im Obersatz erwähnen, spart Ihnen immerhin zwei Paragraphen. Grundsätzlich gilt, weniger ist mehr. Wenn Sie mehr reinschreiben, ist die Gefahr, dass Sie Normen reinschreiben, die Sie hinterher gar nicht prüfen, höher. Wir haben uns recht lange unterhalten über den Untergang von Ansprüchen. Wobei mir Frau Donner-Lieb neulich noch erzählt hat, Schiffe gehen unter, Ansprüche nicht. Also Untergang finde ich ganz okay, aber Frau Donner-Lieb sagt, wir sollten lieber von Erlöschen sprechen. 362.1 sagt, der Anspruch geht unter, wenn erfüllt ist. Sie brauchen 362.1 nicht in jeder Klausur zu prüfen, sondern nur dann, wenn wirklich irgendjemand mal irgendwann versucht hat zu leisten. Es muss erkennbar einen Leistungsversuch gegeben haben, sonst lassen Sie das einfach weg. 275.1 müssen Sie auch nicht in jeder Klausur erwähnen. Wenn nicht erkennbar ist, dass der Leistung irgendwas entgegensteht, schreiben Sie kein Wort dazu. 275.2 sollten Sie auch nicht erwähnen, wenn nicht irgendwo jemand jammert und sagt, das ist doch völlig unwirtschaftlich. Wenn im Sachverhalt nichts steht davon, dass der Aufwand so und so hoch sei oder der Wert so und so hoch sei, will der Aufgabensteller offensichtlich nicht auf 75.2 hinaus. Es müssen irgendwelche Angaben da drin stehen, die Sie abwägen können, sonst passt die Norm schon nicht. 326.1 BGB müssen Sie nur prüfen, wenn in Bezug auf den Gegenleistungsanspruch Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit in Betracht kommt, sonst lassen Sie das weg. Wenn nach der Klausur, in der Klausur nur gefragt ist nach dem Gegenleistungsanspruch, müssen Sie inzident die Unmöglichkeit prüfen. Das heißt, Sie müssen alles dann unter dem Punkt Unmöglichkeit prüfen und nicht irgendwo anders. Von einer Aufrechnung oder einem Rücktritt brauchen Sie auf keinen Fall was zu schreiben, wenn keine Erklärung erfolgt ist. Wenn der Sachverhalt nicht irgendwie andeutet, dass jemand aufgerechnet hat, zurückgetreten ist oder irgendwas, schreiben Sie bitte kein Wort dazu. Es muss da stehen, er erklärt, er möchte sich vom Vertrag lösen oder er möchte gerne seine Forderung aufrechnen oder zum Erlöschen bringen, dann können wir darüber nachdenken. Aber wenn da nichts so drin steht, kein Wort dazu verlieren. Auch wenn er zurücktreten könnte vielleicht, wenn nicht danach gefragt ist, vergessen Sie es. 364 BGB. Sie erinnern sich, 364.1, Annahme einer anderen Leistung an Erfüllung statt. Schreiben Sie da bitte nicht zu, wenn die Leistung als solche erbracht worden ist oder wenn nicht offengelegt worden ist, dass es eine andere Sache ist.
364 greift nur, wenn die Parteien sich darüber einig sind, dass was anderes als Leistung erbracht wird. Und last but not least von 397 BGB, das heißt von dem Fall, dass hier ein Erlass vereinbart worden ist, können Sie auch nur ausgehen, wenn überhaupt darüber geredet worden ist. Ja, dann noch einige logische Aussagen. Ich weiß, Logik ist nicht so das Ding der Juristen, aber wir müssen da mal drüber reden. Und zwar 281 oder 323 kommen nur in Betracht, solange die Leistung noch möglich ist. Wenn eine unmögliche Leistung vorliegt, ist die Nichtleistung keine Pflichtverletzung. Der Grund dafür ist 275 BGB, der sagt nämlich, Sie müssen gar nicht leisten. Es gibt noch nicht mal eine Pflicht, wenn es unmöglich ist. Bei Unmöglichkeit gibt es keine Pflicht, also auch keine Pflichtverletzung. Stattdessen brauchen Sie für diese Fälle zwei andere Normen, nämlich 283 oder 311a Absatz 2, beziehungsweise für den Rücktritt 326 Absatz 5. Wenn es 326 Absatz 5 nicht gäbe, könnten Sie nicht zurücktreten. Zweitens, grundsätzlich schließen sich das Gewährleistungsrecht und das allgemeine Schuldrecht aus. Die Folge ist nämlich, die Nacherfüllung ersetzt die Erfüllung und Nacherfüllung ist Reparatur, Ein- und Ausbau und so weiter und so fort. Dass das so ist, steht sogar im Gesetz drin, nämlich 326 Absatz 1 Satz 2, 4, 37. Voraussetzungen dafür, dass Gewährleistungsrecht Anwendung findet, sind zwei. Und bitte prüfen Sie auch beide. Das erste ist der Gefahrübergang, das heißt ein Fall von 446 oder 447. Das zweite ist, das gilt nur, sobald es um einen Mangel geht. Gewährleistungsrecht betrifft nur Sachmängel und Rechtsmängel. Wenn der Verkäufer also kommt und Sie verprügelt, ist das immer noch ganz normal 280.1 in Verbindung mit 241 Absatz 2. 437 dürfen Sie dann nie zitieren. Wenn Sie 437 nennen, 8 Punkte Abzug. Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit schließen sich aus. Wenn eine Sache schon unmöglich ist, kann sie nicht gleichzeitig unzumutbar sein, denn natürlich, wenn es unmöglich ist und keiner es machen kann, dann ist es auf jeden Fall auch unzumutbar, weil es gibt einen unendlichen Aufwand, der trotzdem nicht zum Erfolg führt. Also prüfen Sie nicht 275.2, wenn Sie 275.1 schon bejaht haben oder wenn der zumindest in Betracht kommt. Dann Schadenersatz statt der Leistung und neben der Leistung. Ein Schadensposten kann nur entweder statt der Leistung, neben der Leistung oder Verzögerung sein. Es muss eins von den dreien sein. Es kann nicht zwei sein, es kann auch nicht drei sein. Es schließt sich immer aus. Also entweder statt der Leistung oder neben der Leistung oder Verzögerung, nie zwei auf einmal. In der Klausur vom letzten Jahr hatten einige die tolle Idee, sie prüfen einfach die Voraussetzungen von 281, sagen, die liegen nicht vor, also wird es dann wohl 281 ohne 281 sein. Das kann natürlich nicht sein, dann wäre der 281 ja völlig überflüssig. Wenn er immer nur eingreifen würde, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann wäre die Norm ja Schwachsinn. Dann können wir gleich sagen, wir wenden nur 280 an. Das heißt, Sie prüfen in der Klausur, ob Schadensersatz statt der Leistung vorliegt und wenn Schadensersatz statt der Leistung vorliegt, ist 280.1 ohne weitere Voraussetzungen gesperrt. Sie dürfen ja nicht mehr anwenden. Genauso, wenn ein Verzögerungsschaden vorliegt, dann ist der Schadensersatz statt der Leistung und der Schadensersatz neben der Leistung gesperrt. Ebenfalls nicht prüfen dürfen Sie kumulativ Schadensersatz statt der Leistung und ersatzvergebliche Aufwendung nach 284, das steht ausdrücklich im Gesetz drin, anstelle steht in 284, aber Sie müssen in solchen Klausuren immer prüfen, ob der Geschädigte nicht einen Gewinn erwartet hat in gleicher Höhe und dann ist der Wegfall des Gewinns der Schaden und der ist nach 252 auszugleichen.
Wir haben sogar eine Vermutung und die Vermutung ist, wenn nichts anderes im Sachverhalt drinsteht, wird vermutet, dass derjenige einen Gewinn gemacht hätte, der seinen Aufwendungen entsprochen hätte. Das ist die sogenannte Rentabilitätsvermutung. Auch ein Fehler, der sehr häufig gemacht wird, dass man immer was zur Konkretisierung schreibt. Schreiben Sie nur dann was zur Konkretisierung, wenn es überhaupt relevant ist. Und das ist immer dann, wenn es um 275.1 geht. Das heißt, um die Leistungsgefahr. Das heißt, nur da diskutieren Sie das. Wenn dann die kaputte Sache angenommen ist, ist die Nachlieferungspflicht davon unberührt. Viele Leute meinen, einmal konkretisiert, dann darf ich auch nichts anderes mehr nachliefern. 439 sagt, ich kann die ausgesuchte konkrete Sache zurücknehmen und kriege stattdessen eine ganz andere. Wenn erfüllt worden ist, brauchen Sie keine Konkretisierung, schreiben Sie kein Wort dazu. 243.2 spielt nur eine Rolle im Zusammenhang mit 275.1 bzw. mit einer Verschlechterung. Grundsätzlich sollten Sie in der Klausur Prüfungspunkte nicht nennen, wenn es überhaupt keine Hinweise darauf gibt. Anspruchsgrundlagen und Hilfsnormen, die offensichtlich nicht vorliegen, müssen Sie nicht prüfen. Das heißt, wenn die Aufgabe ist, prüfen Sie einen Anspruch aus 433.2, dürfen Sie nicht einen Anspruch auf Schadensersatz prüfen. Auch wenn Schadensersatz Ihnen vielleicht viel lieber ist und er seinen Kaufpreis auch als Schadensersatz geltend machen könnte, dürfen Sie das nicht prüfen. Sie dürfen nicht mit einem Satz schreiben, ihr könnt es als Schadensersatz kriegen, das ist alles falsch. Schreiben Sie nur das, was gefragt ist. Ebenso, wenn im Sachverhalt drinsteht, A handelte fahrlässig, dann können Sie einfach schreiben, A hatte die Pflichtverletzung vertreten, denn er handelte fahrlässig. Sie können aber auch schreiben, A handelte fahrlässig, also hatte die Pflichtverletzung vertreten, das wäre sogar Gutachtenstil. Das können Sie in einem Satz machen, müssen Sie also nicht viel zu schreiben. Bei der Erfüllung, wenn die Parteien sich einig sind, dass erfüllt worden ist, sagen Sie nicht zu Leistungszeit, Leistungsort oder Ähnlichem. Wenn es als Erfüllung angenommen ist, fertig, Anspruch erloschen. Beweislastregeln spielen nur dann eine Rolle, wenn eine Sache offen ist. Sie müssen also nicht in jeder Klausur schreiben, das vertreten müssen wird vermutet. Wenn da drin steht, A hat vorsätzlich in die Suppe gespuckt, dann schreiben Sie gefälligst dahin, A hat vorsätzlich in die Suppe gespuckt, also nach 276.1 die Pflichtverletzung auch zu vertreten. Da brauchen Sie nichts mit Vermutung zu schreiben, weil es steht ja fest. Vermutungen spielen nur dann eine Rolle, wenn eine Sache nicht feststeht und es darauf ankommt, was gilt denn, wenn man nichts weiß. Und dann jetzt noch die letzte Frage, wann ist eine Erklärung konkludent? Das ist eine gute Frage. Eine Frage aus dem ersten Semester sogar. Das bezieht sich auf folgende Fälle zum Beispiel. Der A sagt, er möchte mit dem Vertrag nichts mehr zu tun haben. Oder der A sagt, ich nehme von dir keine Leistungen mehr an und dein Geld kriegst du auch zurück. Dann schreiben viele, das sei eine konkludente Rücktrittserklärung. Ist das eine konkludente Rücktrittserklärung? So ist es. Also, das ist eine ausdrückliche Erklärung. Wenn jemand was sagt, ist das immer ausdrücklich. Und dieses Gesagte legen wir dann aus nach 133 oder 157. Konkludent ist, wenn wir ein reines Verhalten, ein Tun auslegen. Zum Beispiel, wenn der ihm seinen Geldscheine vor die Füße wirft und nichts sagt, einfach nur so klatsch, dann ist das auch eine Rücktrittserklärung. Aber die ist dann ausnahmsweise mal konkludent, weil aus dem Verhalten Geld vor die Füße werfen folgt, er will damit nichts mehr zu tun haben. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema, bevor wir dann am Donnerstag zu den Fällen kommen, nämlich statt und neben der Leistung. Und wir fangen da ganz harmlos an mit ganz vielen kleinen Fällen, damit Sie sehen, wie man das abgrenzt. Der K kauft bei V einen gebrauchten Pkw. Nach Vertragsschluss, aber bevor V den Pkw übergeben und übereignen kann, explodiert das Fahrzeug.
Der K wird von einer Radkappe am Kopf getroffen und muss im Krankenhaus behandelt werden. Will er jetzt Schadensersatz statt der Leistung oder Schadensersatz neben der Leistung? Ja, die Kollegin sagt, das ist neben der Leistung, weil auch eine Lieferung des Fahrzeugs würde den Schaden nicht mehr beseitigen. Das ist zu 50% richtig. Wie ist das denn? Kann der V das Fahrzeug überhaupt noch liefern? Nein. Sie haben gerade gesagt, eine Nachlieferung des Pkw würde den Schaden nicht entfallen lassen. Das ist richtig. Aber das Problem ist ja, wir müssen uns fragen, auf welchen Zeitpunkt müssen wir es abstellen? Also, und wann war der letztmögliche Zeitpunkt? Bevor das Fahrzeug explodiert ist. Wie wäre denn die Lage gewesen, wenn der V das Fahrzeug vorher übergeben übereignet hätte? Dann wäre das Fahrzeug bei K explodiert möglicherweise, dann wäre er ebenfalls getroffen worden, sagen Sie. In der Tat, das kann man so sehen. Der wichtige Punkt, den uns dieser Fall zeigen soll, ist, Sie dürfen nicht darauf fragen, ob der Schaden entfallen würde, wenn er das Fahrzeug noch übergibt und übereignet, weil das muss er ja gar nicht mehr. Diese Pflicht besteht nicht mehr. Das heißt, die Leistung, die Frage, die wir uns auf die Leistung stellen müssen, ist, was ist hier der maßgebliche Zeitpunkt, und der maßgebliche Zeitpunkt ist der Moment, in dem das Auto explodiert ist, und wäre der Schaden auch eingetreten, wenn er eine Sekunde vorher das Auto übergeben übereignet hätte? Und die Antwort lautet ja, also ist es Schadensersatz neben der Leistung. Ja? Anschaulicher ist dieser Fall. Der K hätte das Auto an X übergeben und übereignen können für 20.000 Euro. Jetzt das Auto explodiert, statt oder neben der Leistung. Ja, statt oder neben der Leistung. Er möchte jetzt gerne diesen Gewinn von 20.000. Ja? Ja, in der Tat, wie gesagt, wenn der V eine Sekunde vor der Explosion das Fahrzeug übergeben und übereignet hätte, hätte der K den Gewinn erzielen können und damit sei es statt der Leistung. Jetzt kommen wir dem Argument von der Kollegin, ja Moment mal, das Auto wäre doch dann trotzdem explodiert und in der einen Sekunde hätte er es wohl nicht verkaufen können. Das heißt, er hätte auch dann die 20.000 Euro nicht erzielt. Sehen Sie das Dilemma mit dieser Argumentationskette? Diese eine Sekunde würde ihm nichts bringen, in der einen Sekunde würde er nie einen Gewinn erzielen. Sie sehen also, so ganz einfach ist diese Abgrenzung an der Stelle nicht. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesem Fall und jenem Fall? Dem Fall mit der Radkappe und dem Fall mit dem Weiterverkauf. Ja? Ja, die Kollegin sagt, im ersten Fall ist das Integritätsinteresse betroffen, im zweiten Fall das Äquivalenzinteresse, weil er im zweiten Fall einen Gewinn machen will. Das kann man durchaus sagen,
Nun ist es aber vielleicht so, im ersten Fall hätte er vielleicht auch einen Gewinn gemacht, weil er an dem Tag gerade ein tolles Geschäft hätte abschließen können, jetzt im Krankenhaus ist. Der Abgrenzungstest ist ein ganz einfacher. Die Frage ist, hätte er dieses Auto bekommen, dann dürfen wir nicht hinzudenken, dass das Auto explodiert wäre. Wir dürfen sozusagen keinen weiteren hypothetischen Kausalverlauf machen, müssen nur sagen, dann wäre die Gefahr bei ihm gewesen und damit hätte er das Risiko getragen. Und damit können wir nicht nur stellen, dass das Auto auch bei ihm explodiert wäre. Das heißt, für diesen Fall müssen wir sagen, es ist ganz klar statt der Leistung. Für diesen Fall hingegen müssen wir da anders rangehen, denn wir müssen hier sagen, naja, er wird von der Radkappe getroffen, dass es zufällig die Radkappe des Autos ist, was er kaufen wollte, hat ja nichts mit diesem Kaufvertrag zu tun. Der hätte ihm ja auch eine Linoleumrolle oder ähnliches auf den Kopf fallen können. Das heißt, in diesem Fall beruht der Schaden nicht darauf, dass hier die Unmöglichkeit eingetreten ist, sondern es ist ein zufälliger Begleitschaden. Und Folge- und Begleitschäden sind immer neben der Leistung. Das heißt, da kommen wir mit diesem Test hin. Zu dem Thema Gewinn oder Nichtgewinn. K kann mangels Autos nicht zu einem Geschäftstermin, ihm entgehen 50.000. Sind diese 50.000 statt oder neben der Leistung? Ja. Ja, die Kollegin sagt, es ist neben der Leistung mit der Überlegung, wenn er jetzt noch ein Auto bekäme, hätte er immer noch die 50.000 Verlust und das würde es ja nicht mehr ändern. Wo liegt das Problem in diesem konkreten Fall? Warum kann diese Vorstellung nicht so funktionieren? Das wäre in der Tat ein Verzögerungsschaden sogar mit Ihrer Lösung, dass er sagt, zu spät geleistet, das heißt, dieser Verzögerungsschaden wird nach 282 zu 86 ersetzt. Aber wo liegt das Problem in diesem konkreten Fall? Warum ist diese hypothetische Betrachtung hier nicht so möglich? Also warum kann man nicht sagen, wenn er jetzt noch ein Auto kriegt, hat er immer noch die 50.000 Schaden, das rettet ihn nicht mehr. Warum nützt ihm das nichts? Ja? Weil das Auto explodiert ist. Das heißt, er kann gar kein Auto mehr kriegen. Selbst wenn er eins gerne hätte, kann er von V kein Auto mehr verlangen. Das heißt, die Leistungspflicht ist untergegangen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ersetzt diese 50.000 das, was gewesen wäre, wenn die Leistung erfolgt wäre. Wenn die Leistung erfolgt wäre, hätte er keine 50.000 Verlust gemacht. Denn wenn die Leistung erfolgt wäre, hätte er mit dem Auto, was er mitgenommen hätte, zu seinem Termin fahren können. Wenn die Leistung erfolgt wäre, hätte er dahin fahren können. Also ersetzen diese 50.000 genau den Zustand, der bestanden hätte, wenn die Leistung erbracht worden wäre. Die versetzen ihn in den Zustand, in dem er bestanden wäre, wenn er das Auto bekommen hätte. Ja? Ja. Ja, das ist derselbe Schadensersatz. Das sind verschiedene Posten innerhalb des Schadensersatzanspruches. Also Sie können sozusagen im Rahmen der Unmöglichkeit ganz verschiedene Verluste addieren. Sie können in einer Sache 10 verschiedene Ansprüche machen aus einer Anspruchsgrundlage. Sie können aus einer Anspruchsgrundlage 10 Schadenspositionen geltend machen. Also das schließt sich nicht aus. Der hat also 50.000 plus 20.000 sind 70.000. Das ist ein Schadensersatz statt der Leistung. Alternativ
kann er auch hier diese 5.000 geltend machen für ein Ersatzfahrzeug, wenn er nämlich sagt, ich hätte dieses Auto für mich selber genutzt. Er kann aber nicht kumulativ natürlich 50.000 plus 20.000 plus 5.000, denn wenn er die 5.000 geltend macht, kann er dieses Ersatzfahrzeug ebenfalls weiterverkaufen. Das heißt, er kann nicht diese drei Sachen, aber diese beiden Posten schließen sich nicht aus. Ja? Wenn er eine Garage gemietet hätte, dann wäre das ein Fall von 284 BGB. Das heißt, er kriegt das nur statt diesem Schadensersatz. Das heißt, er hat ein Wahlrecht, ob er den Garagenstellplatz haben will oder dieses Geld. So, gehen wir zu einer Abwandlung. Unterstellen wir, das Auto ist nicht explodiert. Das Auto gibt es noch. Aber der K will das abholen. Dann kommt der V, hat seinen Ausraster, tritt ihn mit Schwung, spuckt ihn an und sagt, du bist ein Ziegenficker. Daraufhin sagt der K, jetzt bin ich beleidigt und ich möchte gerne ein Schmerzensgeld für diese Beleidigung. Ist das ein Schadensersatz statt der Leistung oder ein Schadensersatz neben der Leistung? Ja? Ja, in der Tat, der K hat noch immer einen Anspruch aufs Auto, aber selbst wenn er ein Auto bekommt, stellt das seine Ehre nicht mehr her. Die Ehre ist einmal zerstört und auch ein neues Auto kann das nicht wieder gut machen. Das heißt, das besteht neben der Leistung. Aber wir können den Fall etwas schwieriger machen. Jetzt der K so beleidigt und sagt, von einem, der mich so beleidigt, nehme ich kein Auto mehr an. Und ich möchte stattdessen ein Auto von X kaufen, das kostet aber 5.000 Euro mehr. Und jetzt möchte er gerne diese 5.000 Euro, die er mehr bezahlen muss, um das Auto von X zu kriegen, von V ersetzt haben. Statt der Leistung oder neben der Leistung? Also immer noch böse Beleidigungen, aber der K möchte jetzt auch nichts mehr mit dem V zu tun haben, sondern er möchte sein Auto lieber bei X kaufen. Für 5.000 Euro mehr. Frage, sind die 5.000 Euro statt der Leistung oder neben der Leistung? Ja, in der Tat, das Auto von X oder das Auto von V ersetzen. Das heißt, hier haben wir genau den Fall, wenn der V ihm das Auto liefern würde, bräuchte ich ein Auto von X. Also ganz offensichtlich statt der Leistung. Jetzt kommen wir zu den schwierigen Fällen. Der K kauft wieder das Auto, der V übergibt und übereignet das. Und jetzt beim Herausfahren aus der Garage des V drückt V versehentlich den Knopf für das Schließen des Garagentors. Dabei wird das Dach des Autos eingedellt und zerkratzt. Statt der Leistung oder neben der Leistung die Reparaturkosten für das Auto? Ja? So ist es. Es ist neben der Leistung. Die Leistung ist nämlich bereits vollständig erfolgt. Das heißt, der Zeitpunkt des Erlöschens ist der Zeitpunkt der Übergabe und Übereignung. Damit ist die Leistungspflicht des V erloschen und alles, was danach kommt, kann nur noch neben der Leistung sein. Das ist genauso wie, wenn er die Jacke des K zerreißt, genauso ist es das Auto des K. Damit ist es neben der Leistung.
Letzter Fall für heute. Der K kauft bei V ein Auto, V übergibt nur bei eigenes Auto. Es stellt sich heraus, dass der Motor Klopfgeräusche macht. K gibt das Auto in die Werkstatt des V. V beseitigt den Mangel, zerkratzt aber versehentlich die linke Außentür bei einer Probefahrt. K will Ersatz in Höhe der Reparaturkosten. Statt oder neben der Leistung? Statt oder neben der Leistung? 50-50 Schock. Ja. Ja, also wenn man die Reparatur als Leistung begreift, sei es kein Schaden. Ist das so? Wo liegt das Problem hier? Was fällt auseinander? Ist die Reparatur schlecht? Ja, in der Tat, der Schaden ist nicht, dass er den Motor immer noch kaputt hat oder den Motor sogar noch kaputter gemacht hat in der Reparatur, sondern der Schaden tritt nur bei Gelegenheit der Reparatur auf. Das heißt, auch hier ist nicht die Leistung, also die Reparatur betroffen, sondern das sonstige Eigentum des K. Das wäre genauso, wie wenn er einen Ölfleck im Auto hinterlassen hätte und dadurch die Klamotten des K beschädigt worden wäre. Oder wie wenn er irgendwelche Glassplitter im Auto liegen gelassen hätte und dadurch der K sich die Hände oder die Füße aufgeratscht hätte. Das ist sozusagen bei Gelegenheit, aber eben nicht die Leistung. Die Leistung ist okay, die Reparatur ist okay, aber es ist was darüber hinaus beschädigt worden. So, das machen wir morgen, nein, übermorgen nochmal an mehreren größeren Fällen und dann sehen wir uns am Donnerstag. Vielen Dank.